Da beißt kein Fisch an. Weil das ist eine Tonangel. Verstehst, Paul? Joko, ich dreh grad. Ich bin auf Kamera, ich bin on Camera in Mannheim am Rheinauhafen. Warum lachst du jetzt so? Wenn du zurück nach Deutschland kommen solltest, irgendwann mit diesem Dialekt machst du richtig Karriere, Geschwister. aber da beißt kein Fisch an. Mit deiner Angel. Paul, heute beim Paul beißt kein Fisch an der Angel. Da kann er lang angeln. Da beißt kein Fisch an. Heute sind wir in Mannheim unterwegs und in Mannheim gibt es ganz viele verrückte Dinge. Kaffee kann man da rösten. Und ich habe den Helgi beauftragt, dass er mich hier trifft auf der Brücke und mit mir ein bisschen durch. Da ist er schon! Ja, so ein Zufall. Hallo. Hey Paul, grüß dich. Zeigst du mir ein bisschen Mannheim? Ich zeig dir ein bisschen Mannheim. Ja, dann mache ich den Helm auf. Und ich mache ihn wieder zu und wir fahren ein bisschen los, oder? Genau. Ab geht's. Vielen Dank, dass du das mit mir machst. Gerne, gerne. Folge mir bitte. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier in Neckarau. Ja. Und rösten jetzt ein bisschen Kaffee. Kaffee aus Neckarau. Kaffee aus Neckarau, genau. Ich bin Paul. Hallo. Hallo, Edmund. Hallo, hi. Hervorragend. Ja. Schön, dass wir hier vorbeikommen dürfen. Und ich will aber wissen, was hier passiert. Du machst Kaffee. Ja, du röstest Kaffee. Wir machen Kaffee da hinten. Kommt mal mit. Super. Oh, das will ich sehen. Hier haben wir für euch 5 verschiedene Kaffees vorbereitet, die wir gemeinsam verkosten werden. Was habt ihr denn gerochen? Also ich bin jetzt echt Haselnuss, so. Haselnuss, Mandel. Ja. Ach, genau. Wirklich? Aber der hat total gelesen. Ja, okay. Hier sind Plastikverpackungen oder was auch immer. Ja, das könnt ihr die Bräuche etc. Okay. Kann man das roh essen? Nein. Es sei denn, du hast einen guten Zahnarzt. So. Und dann mit sehr viel Sauerstoff in den Mundbereich ziehen. Mein Name ist Dreck. Sensationelles Produkt. Lustig. Sensationell. Oh. Ja. Oh. Das ist für mich Kaffee. Ja. Überragend. Hier willst du mal? Mhm. Wir haben natürlich für euch auch etwas Spezielles vorbereitet. Und zwar dürft ihr euren eigenen Kaffee rösten. So einfach so leicht reinhalten, die Spitze, und langsam reinkippen. Jetzt ein bisschen rein. Ja, so. Die Competition. Ah, stop it. Da ist er schon fast. Jetzt verliert er noch mehr Holz. Da, hopp. Warte, noch nicht, noch nicht. Ah, damn it. 3, komm. Ja, so, hol doch ein bisschen raus, wenn du willst. Nee, warte. Ja. Warte. Jetzt. Jetzt raus und die Kühlung an. Ja, und ein bisschen hin und her mit dem Löffel. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Die trennt sich auch. Ist noch heiß. Also ich finde meinen super. Schiss doch. Herrlich. Danke. Hochinteressant. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für alles. Danke dir. Danke dir. Reich beschenkt geht's zum Sonnenuntergang in den Hafen. Was ist das jetzt hier? Das ist der Hafen 49. Hier finden normalerweise dicke Partys statt, aber wenn hier nichts los ist, dann kann man sich auch einfach hinsetzen auf ein kühles Getränk.
Tschüss. Warum wohnst du eigentlich in Mannheim? Was ist cool an Mannheim? Mhm. Das ist halt einfach eine tolle, große Stadt ist, sehr urban, im Gegensatz zu anderen Städten in Baden-Württemberg, finde ich sehr städtisch so, das finde ich toll. Und die Atmosphäre hier, die Leute sind wahnsinnig, wahnsinnig nette Leute, die hier leben, gut gelaunt, haben eine Direktheit, die aber nicht so hart ist wie jetzt im Norden von Deutschland. Was sind denn die 5 besten Sachen an Mannheim? Also Top 5 würde ich sagen, die Kunsthalle ist auf jeden Fall unter den Top 5. Das Schloss? Dann ist Rheinuferpromenaden. Yes. Sehr schön, 424. Kennt sich gut aus. Ja. Strandbad. Das ist Rheinuferpromenaden, ja. Das gehört da dazu. Mhm, 3. Mhm. Dann würde ich sagen, die Neckarstadt Ost. So, ne? Dass man da so irgendwie schöne kleine Läden hat und sich da genauso wie in der Schwetzinger Vorstadt. Das ist sehr schön dort. Die Alte Feuerwache. Alte Feuerwache. Das Nationaltheater. Heißt das nicht Kapitol? Hieß es früher mal Kapitol? Ja, das sind jetzt 2 Orte, ja. Ja, tatsächlich. Das ist was anderes. Ja. Die Feuerwache. Die Feuerwache. Die Alte Feuerwache. Die Alte Feuerwache. Helgi, vielen, vielen Dank, dass du mir Mannheim gezeigt hast. Ich danke dir. Schön, dass du hier warst. Das ist sehr, sehr schön. Und natürlich bald wieder kommst. Ne? Ja. Klar. Über die Quadrate haben wir jetzt nicht gesprochen, das muss man aber auch nicht immer. Mannheim ist viel mehr als die Quadrate.